Hallo, hallo, hallo und willkommen aus meiner Scuff-Setup-Wohnung, Quarantäne-Wohnung, whatever. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten Madeira-Vlog. Ich freue mich sehr. Ein Ende der Trilogie, das ist auch dann auch der letzte, wirklich, ich schwöre. Auch hier werde ich euch zwischendurch mal ein bisschen nerven. Falls ihr die anderen Vlogs nicht gesehen habt, hier, da oder hier, Infocard, verlinke ich euch. Schaut euch die anderen Teile an. Aber jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß hier. Die Autogeschichte, damit fangen wir an, mit der Autogeschichte. Viel Spaß. Leute, es gibt jetzt eine Storytime. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns ein Auto mieten, weil ich liebe es, mobil zu sein. Ich bin halt auch in Deutschland immer mobil, deswegen will ich auch hier mobil sein. Bin ich also dahin gegangen, sind wir also dahin gegangen mit Vanessa und haben ein Auto gemietet. Eine Automatik. Er meinte, okay, setzt euch kurz mal irgendwie in eine Bar, trinkt einen Kaffee, es ist gleich da. Dann hat er angerufen, hat er gesagt, okay, es kommt doch nicht das Auto, was ihr wollt, sondern es kommt ein anderes, ist das okay? Ich meinte so, okay, let's go. So, dann warten wir weiter. Er ruft doch mal, okay, ich bin blöd, es ist doch nicht das Auto von davor, sondern es ist doch das Auto, was ich als erstes angeboten habe. Aber es ist keine Automatik. Nicht so, okay, es ist keine Automatik. Fuck. Problematisch ist die Situation deshalb, da ich habe zwar meinen Führerschein in Automatik gemacht, aber seitdem bin ich nur wirklich sehr, sehr sporadisch, eher so Adventure-mäßig manual gefahren, also mit Gangschaltung. Das heißt, ich habe jetzt in Madeira einen Schaltwagen und ich habe Angst. Aber ich finde, das ist ein Abenteuer, das ist eine Challenge. Weißt du, you never try, you never know, so von wegen. Und why not, würde ich sagen. Also why not, man könnte sagen, dass ich vielleicht daran verrecke und auch noch Vanessa mit in den Tod stürze. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich schaffe das wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Steigen und hochfahren, gar kein Problem. Gar kein Problem, ja. Leute, ich sitze im Auto. Warte, ich muss euch ganz kurz zeigen. Beautiful. Und es ist ein Cabrio. Es ist sehr, sehr cool. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Autofahren lernen mit Olli. Ha. Okay, also Kupplung durchdrücken, Bremse. Start das Auto. Ich mach ein bisschen leiser. Geh in den ersten Gang, mach die Handbremse raus. Und jetzt gebe ich Gas und gehe langsam von der Kupplung runter. Dann müsste ich theoretisch nach vorne fahren. Ne? Ich fahre jetzt einfach mal ganz entspannt im ersten Gang hier lang. Und ich muss auf jeden Fall in den zweiten Gang, glaube ich, oder? Ja. Der ist unten, ne? Liv 22. Weiß nicht, wo der zweite Gang ist. Okay, ab jetzt brauchen wir das Navi. Ich bin drin. Ich kann das. Ich bin Fahrer. Ich konnte es nicht. Es war schrecklich. Das waren die ersten 2 Sekunden, der erste und der zweite Gang. Das hat funktioniert. Danach war es eine absolute Höllentour. Alle 5 Minuten habe ich dieses Auto abgewürgt. Ich war eine Gefährdung für den Verkehr. Ich habe versucht, Steigungen hochzufahren und wurde langsamer. Und ich wurde so langsam manchmal, dass ich Angst hatte, gleich nach hinten los, weg hinten, nach hinten auf die anderen Autos zu rollen. Das war schrecklich. Ich brauchte Hilfe von jemandem, der mir geholfen hat, auszupacken, weil ich in einer Situation so schlecht eingepackt habe, als es runterging, dass ich nicht mehr rückwärts anfahren konnte, ohne den Vordermann zu ditchen. Und es ist so viel passiert. Wir haben nichts davon aufgenommen, weil es war einfach nur Stress, Adrenalin und Grauenvolligkeit. Bis zu diesem Punkt, der jetzt gleich kommt, der tatsächlich so aussieht, als hätte ich gar kein Problem gehabt. Leute, Domper hat mir ein Accessoire ausgesucht. Er meint, ich soll das kaufen. Kannst du nicht mal Fußball spielen? Ich glaube nicht, dass ich das hole. Ich bin. Na dann. Okay, wie random kann ein Clip sein, den man einfügt in einen Vlog? Ja, aber weiter im Text. Als nächstes habe ich mich an Tonis Equipment vergriffen, was da rumlag für ihren 7-Tage-Stream, den sie da in dem Moment geplant hatte. Denn in dem Haus von Chris werden immer noch ein paar Szenen aus dem 7-Tage-Stream gestreamt, der mittlerweile mehr als 7 Tage her ist. Denn als ich gefahren bin am 7.7. hat sie gestartet mit dem Stream und mittlerweile ist der 15.7. Big Respect, dass überhaupt noch reden kann, das ist wirklich insane, das ist krass. Also falls ihr das Zeit da seht, schaut auf jeden Fall noch bei Reef TV vorbei, sie ist immer noch live. Freaking amazing. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Kamera-Backpack-Ding geholt, wo man eine Kamera ranstellen wollte. Das sah immer so cool aus, wie Jona damit durch die Gegend gelaufen ist, dass ich unbedingt auch mal ausprobieren wollte und das seht ihr jetzt. Bin jetzt Kamerafrau. Warte, ich muss, glaube ich, diese Situation von meinem Kopf entfernen. So, zack. Perfekt, es läuft. Und jetzt kann ich die ganze Zeit so rennen. Ey, das ist auch cool. Das kann, also ich werde es nicht kaputt machen. Ey, Schirm, du bist ein richtig krasser Kameramann. Machst du richtig krasse Action und machst einfach so den hier so. Nein. Pass einfach nur auf die Lampe bitte auf. Auf alle Lampen. Wie pass auf die Kamera auf. Wie funktioniert das? Wie das funktioniert.
Lampe, 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 Lampe! Bitte, Liv, geh da weg! Geh von der Lampe einfach weg! Ah! So funktioniert das! Das ist ja geil! Und wenn es nur von sich halt wird. Ich bin auch froh, Jonas hat das alles schon perfekt eingestellt. Ja. Ich glaube, das hat er tatsächlich auch. Sorry, Jona, falls du das irgendwann siehst. Ich hab nichts verstellt. So, jetzt vlogge ich dich, wie du mich vloggst. Geil. Leider ist hier keine Karte drin. Sehe ich genauso cool aus wie Jona gestern, wie ich hier rumgelaufen bin? Dir fehlt die Cap eigentlich noch. Ja, schon nur eine Cap. Ich meine Cap. Dompra. Cap. So, ich bin Jona 2.0. Ich kann auch 7 Tage Stream machen, Leute. Das kann ich nicht. Ich kann hinter die Ohren machen. Echt? Ja, hinter die Ohren. Das ist schon cool. Kann machen. Gute Experience, Leute. So, dann sind wir am Montag super früh aufgestanden, um die Fähre nach Porto Santos zu bekommen, weil die sehr, sehr früh losfährt. Und hier seht ihr es. Viel Spaß. Peace, Leute. Wir sind auf dem Boot. Ich bin müde. Ich habe Sodbrennen. Da ist das Boot. Und das ist die Aussicht oder so. Yo, wir sind da, in Porto Santos. Es ist warm. Obligatorisches Bild in diesem Frame. Gemacht. Super. Worauf ich mich tatsächlich am meisten freue, ist, dass es ein fucking Sandstrand ist. Ich freue mich so. Schön heute Sunburn kriegen, im schönen türkisen Wasser. Geil. Einfach nur geil. Heute endlich Chillo Day, Freunde. Es ist wirklich, wirklich schön hier. Ich sehe nichts. Es ist einfach viel zu hell, die Sonne burnt. Ich freue mich darauf. Jetzt sind hier richtig Strandurlaub zu machen. Doch, es ist Vlogreif. Die Kaffeemaschine macht viel Lärm. Wir müssen gehen. Wir sind gerade übrigens in einer Beachbar. Und es gibt nur gute Bewertungen darüber. Doch, mach weiter. Na, was gibt's noch Schönes zu sagen? Oh mein Gott, es tut mir leid, dass der Besitzer dieses Ortes so viele Mitarbeiter dafür bezahlt, dass sie absolut gar nichts getan haben. Dass sie so unhöflich sind. Alle brauchen einen Kundendienstkurs. Okay. Die Servicekraft mit so großen, ekelhaften Nägeln in meinem Kindergetränk ist kein Kellnerin-Material. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum uns Chris hier mitgenommen hat, weil er hat uns quasi gerade eben nur Horror-Stories über dieses Fleisch erzählt, wie oft der Kellner schon Sachen über irgendwen geschüttet hat oder wie lange er immer braucht, um irgendwas zu liefern. Also wir sind hierher gekommen, um was zu essen und haben jetzt de facto nichts gegessen, weil der Kellner einfach insane lange gebraucht hat. Er hat uns Getränke gebracht, aber keine Gläser dazu. Also so quasi Wasserflaschen für alle, aber keine Gläser. Ganz so weird. Ich kann nicht und jetzt haben wir uns entschieden, einfach nicht zu essen, weil wir sonst einfach zu spät zu unserer Fähre kommen. Das sollte jetzt auch alles nicht so schlimm klingen, wie es vielleicht jetzt rüberkam, aber der Laden war wirklich absoluter Trash. Dann sind wir auf jeden Fall runter von Porto Santos. Ich habe nichts mehr aufgenommen, sind nach Hause gefahren. Am nächsten Tag habe ich noch einen kleinen IRL-Stream aus Madeira gemacht, wo wir ein bisschen die Hotspots abgeklappert haben. Und ja, danach habe ich noch ein kleines Stück für den Vlog aufgenommen und here we go. Hello, Friends. Wir haben den Stream jetzt fertig und sind an einem Steinstrand hier. Da haben wir gerade gestreamt drauf. Und jetzt baue ich eine kleine Burg aus Steinen. Das ist ein kleiner Steinstrand mit schwarzen Sandsteinen. Also da hinten ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schwarzer Sand tatsächlich. Und hier kann man auch ins Wasser gehen. Das einzige Problem ist tatsächlich, dass die Wellen nehmen tatsächlich auch die Steine mit, wenn sie so wellen. Und die hauen dann so gegen deine Füße, es tut so übel weh. Aber es ist ganz cool hier. Wir hauen jetzt ab vom Strand und ich will euch unbedingt noch die Höhle zeigen. Das ist der Eingang. Ja, sieht sehr unspektakulär aus. Aber ihr wisst nicht, was dort auf euch wartet. Und es hallt so schön. Ich finde es schön, wie die Belichtung so schön anpasst. Ist das creepy hier. Vor allem ist der Boden auch nass. Wenn man das Licht kommt, sieht man den Kuss.
Es ist viel dunkler, als es in der Kamera jetzt aussieht. Guck mal hier einfach. Wie amazing. Wie amazing. So cool. Somit sind wir am Ende des letzten Teiles der Trilogie der Madeira-Vlogs. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Hier bin ich gerade auf dem Rückflug nach Berlin. Das heißt, Daily Business geht jetzt wieder los, Leute. Ich hoffe, die Vlogs haben euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der drei Teile euch am besten gefallen hat und wovon ihr gerne mehr sehen würdet. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, whatever. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.